Viele Jungs glauben, man müsse, wenn man kein netter Junge ist, automatisch respektlos und wie ein ungehobelter Proll auftreten. Das ist auch der Grund, warum sich die meisten von ihnen gegen Veränderungen sträuben. Sie wollen ja nicht als Arschlöcher betrachtet werden. Es liegt ihnen nicht, es liegt nicht in ihrer Familie und überhaupt nett und zuvorkommend sein kann doch unmöglich Nachteile bringen. Und das alles, während sie dabei zusehen und eingestehen, dass die bösen Jungs am meisten absahnen und das größte Beischlafinteresse bei Frauen auslösen. Also irgendwann muss man mal umdenken, wenn Realität und Wunschdenken immer weiter auseinanderdriften, würde ich sagen. Wenn du deine übermäßige Nettigkeit aufgibst, dann gibst du tatsächlich nur den sehr negativen Part davon auf. Nämlich eigene Interessen in den Hintergrund zu stellen, nur damit es anderen vermeintlich gut geht. Oder diese eben wie in unserem Fall hier Anziehung empfinden. Das Hauptproblem der netten Typen ist, dass sie im Kern gar nicht so nett sind. Wenn sie Frauen gegenüber nett, brav und höflich sind, haben sie den Hintergedanken, mit ihnen ins Bettchen zu steigen. Und daran ist auch nichts falsch. Das auch mal an die Ladies da draußen. Nein, ein Kerl will niemals Freundschaft mit euch. Wenn er sehr nett zu euch ist, euch Gefallen macht und Komplimente ablässt, dann will er nichts anderes als ins Bettchen mit euch. Funktioniert aber nicht bei heißen Frauen, denn die werden dich gerade, wenn du so tust, als ob du ihr Freund sein willst, nur als Fußabtreter behandeln und schön mit dem dreisten Macker ins Bett steigen, der ehrlich zu ihnen ist. Junge, du bist kein Gebrauchtwagenhändler, der so tut, als ob er seinen Kunden Gutes tut, um als Gegenleistung sein Auto loszuwerden. So funktioniert das nicht. Du bekommst den Beischlaf nicht als Gegenleistung für deine Nettigkeiten. Du bekommst ihn für deine Kühnheit und deine Ehrlichkeit. Instinktiv wissen Frauen, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht existiert, sie unmöglich ist und wenn es sie gäbe, keine Vorteile für die Fortpflanzung hätte. Bedenke mal, dass du ja selbst von deinen echten und männlichen Freunden mehr verlangst, als von einer schönen Frau, mit der du ins Bett willst. Die nämlich müssen ja zumindest zwischenmenschlich auf derselben Ebene sein, müssen irgendwo mal Loyalität oder Vertrauenswürdigkeit nachgewiesen haben. Denk mal drüber nach.